So, jetzt stehe ich hier vor der Österreichischen Nationalbank und möchte Schilling umtauschen, die ich in einem alten Sparschwein gefunden habe. Ziemlich großes altes Gebäude. Was machen die eigentlich sonst noch, außer altes Geld umtauschen? Die Österreichische Nationalbank ist die Zentralbank der Republik Österreich. Eine Zentralbank ist eine Institution, die in einem Land für die Geld- und Währungspolitik zuständig ist. Zentralbanken werden auch als Notenbanken bezeichnet. Aber dazu kommen wir gleich noch. Anders als bei einer Geschäftsbank können Privatpersonen bei ihr kein Konto eröffnen oder Zahlungen vornehmen. Aha, aber was ist eine Notenbank? Eine längere Geschichte. Die ersten Banken haben sich im Mittelalter aus privaten Bankkaufleuten entwickelt. Sie haben Münzen für ihre Kundinnen und Kunden aufbewahrt und dafür Übernahmebestätigungen ausgegeben. Wer einen solchen Schein besaß, konnte damit bezahlen. Früher haben Geschäftsbanken selbst Zahlungsmittel produziert. Diese Banknoten bzw. Übernahmebestätigungen mussten besichert sein. Das heißt, der entsprechende Wert wurde durch Gold und Silber, oft auch in Form von Münzen, hinterlegt. Vor etwa 200 Jahren haben die meisten Staaten dann eigene Notenbanken gegründet, um das Geldsystem zu vereinheitlichen. Sie hatten das alleinige Recht, Banknoten herzustellen und auszugeben. Die Notenbank in Österreich wurde im Jahr 1816 gegründet. In der heutigen Form und Unabhängigkeit besteht die Österreichische Nationalbank seit dem Jahr 1923, mit Ausnahme der Zeit während des Zweiten Weltkriegs. Österreich ist ja bei der EU und unsere Währung ist der Euro. Hat denn auch die Europäische Union eine Zentralbank? Ja, die Europäische Zentralbank, kurz EZB. Wozu gibt es dann überhaupt noch eine Zentralbank in Österreich? Das lässt sich anhand der Aufgaben der ÖNB erklären, zum Beispiel der Geldpolitik. Die ÖNB bildet gemeinsam mit den anderen Zentralbanken der Länder, die den Euro als Währung haben, und der EZB das Eurosystem. Dabei hat jedes Land die gleichen Rechte. Im EZB-Rat treffen die Notenbankgouverneure der Euroländer gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank ihre Entscheidungen. Jeder Gouverneur ist mit Sitz und Stimme vertreten und nimmt nach einem speziellen Rotationsprinzip an den Treffen teil. Die ÖNB wirkt auf diese Weise aktiv an geldpolitischen Entscheidungen im EZB-Rat mit und sorgt in weiterer Folge dafür, dass diese geldpolitischen Entscheidungen auch in Österreich umgesetzt werden. Geldpolitik ist also eine der zentralen Aufgaben. Darüber hinaus übernimmt sie die laufende Bargeldversorgung für die österreichische Wirtschaft und Bevölkerung und stellt den Zahlungsverkehr sicher. Sie schaut also wie eine Schiedsrichterin darauf, dass alle die Spielregeln einhalten und alles funktioniert. So prüft sie auch gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht FMA die Banken im Rahmen der Bankenaufsicht. Und als Expertin in Sachen Geld ist die ÖNB in nationalen und internationalen Fachgremien vertreten. Sie stellt verlässliche statistische Daten bereit, also Zahlen und Fakten, die wichtig sind, um Entwicklungen in der Wirtschaft und auf den Finanzmärkten abschätzen und darauf reagieren zu können. Die Österreichische Nationalbank hat durch ihre umfangreichen Aufgaben großen Anteil am täglichen Leben in Österreich, ohne dass man es immer direkt wahrnimmt oder dass man die ÖNB damit in Verbindung bringt. Die ÖNB sichert Österreich, finanztechnisch gesprochen, nach allen Seiten hin ab. Sie achtet auf Preisstabilität, sichert die Finanzmarktstabilität, sorgt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und Bargeldkreislauf. So stärkt sie das Vertrauen der Menschen und der Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer in den Finanzmarkt und in die Währung.